Willkommen zurück zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal und wir spielen wieder mit Moira als Support und sind letzte Runde auf Platin 1 mit 0% sozusagen, ich sag mal, abgestiegen mit der Demotion Protection und das kann ich natürlich nicht so stehen lassen, deswegen ich direkt weitergespielt habe. Oh, Zen, heil mich, Bruder! Digga, Hurensohn. Okay, ich glaube, er hätte mich auch nicht schnell genug heilen können. No, Maze Juan! Maze Juan! Ah, fuck. Juan HP. Ja, genau. Aber war relativ knapp die letzte Runde tatsächlich. Also beide Teams in der Overtime dann beim ersten Mal drin gewesen. Im Prinzip. Und dann sind die Gegner halt in der vierten Runde einfach ein bisschen weitergekommen als wir. Aber hat man halt. Das war in Ordnung, sage ich mal. Oh, Terry Tracer. Was tust du da? Wo ist mein ganzes Team eigentlich? Regroup. Ja, niemand ja, hier, hey? Ja. Lol. What? No, ja, schade, Sombra. Excuse me? Paul, du solltest da weg. Yeah, I'm gonna swap this. Digga. Die Gegner machen uns ja komplett kaputt hier. Was ist das denn? Nee, das mag ich nicht. Aber ich verliere auch halt nur andauernd irgendwie. Keine Ahnung, man gewöhnt sich dran. Spaß macht's trotzdem nicht. Oh, Digga, auch fresh von dem Sender, dass er jetzt schon Ult hatte. Und auch fresh von der gegnerischen Orisa, dass sie halt jetzt schon Ult hatte. Die May hat aber auch schon geultet. Digga, die Tracer hat mich jetzt ein zweites Mal getötet. Digga. Können wir die Tracer töten? Bro. I don't do enough damage. I got blade though. Cool. Arisa was 1 HP for so long. Yeah. Einfach mal zusammenbleiben, Tracer töten. Das könnte helfen, glaube ich. Hey, get out, Paul. Was tut Paul denn da hinten? Na fuck. Der schilt gleich wieder hinter irgendeiner Mayo-Ball und kommt dann nicht raus und stirbt dann. Ja, Digga, Tracer no Recall schön und gut, aber dafür müsste ich ja überhaupt wissen, wo die Tracer ist. Sie da rumgelaufen. Ich dachte, sie läuft daher, deswegen habe ich da Damage-Kugel hingeschmissen. Ich gehe mal hier vorne rum und Ball helfen ein bisschen. Oh mein Gott, ich wollte gerade sagen, geh doch auf den Punkt bitte. So. Hey yo, I'm just saying right now that Trace is annoying the shit for me, bro. Hm. Doof. Ah, da ist die Tracer wieder. Die Tracer ist low. Und Tracer ist beim Ball, glaube ich. Oh, aber schön, dass die Ana tot ist. Nee. Mein Gott, ist das ein fucking Tank? Hör doch auf, so viel Schaden zu machen. Oh mein Gott. Wie unlucky schon wieder. Da war ich schon so weit weg wieder und dann kommt die Tracer und trifft so eine kleine Pisskugel. Okay. Die mittlerweile aber auch Baumstämme schießt, glaube ich. Nach den letzten drei Patch-Notes oder so. Oder Patches. Ja, wirklich. What do you do against that, man? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht nicht Ball spielen, das könnte schon mal helfen, tatsächlich. Wobei unser Ball eigentlich einen ganz guten Job macht. Can we swap Ball? I mean, okay, this Tracer is pretty good. Ja, die Tracer fickt halt komplett, die carryt das ganze Team. Mm. Gut, bin ich doch mal gespannt, ob wir jetzt was unternehmen können gegen diese dumme Tracer. Die irgendwo hier rechts auch schon wieder am Rumlaufen ist. Ich bin mir relativ sicher. Ich höre die doch. Ja, irgendwo hier vorne oder so. Ja, ich krieg meinen Tank jetzt auch schon wieder. Mann. Digga, du drehst dich in die eine Richtung, läufst zu halten. In der Zeit schiebt einfach dein Tank weg. Immer so. Machst halt auch nichts gegen. Ja, wow. Nee, Digga, Mail auch. Viel zu viel Leben. Stirb, Bitch! Nice. Dankeschön. Meine Fresse. Ist das ein schreckliches Spiel? Yeah, arrest. Einfach mal Matchmaking so machen. Könnte helfen. Tracer behind. Oh, no. Ja, okay, cool. Schön, dass die Tracer behind ist. Kommt mein Genji da noch raus? Oder stirbt er jetzt auch weg? Ich muss halt auch, glaube ich, viel mehr Damage machen, einfach noch. Huh? Ja. Was? Oh ja, schön.
Auch schön. Nee, Digga. Lass mich in der Ruhe, bitte. Du lebst, du lebst, du lebst. Tötet sie alle. Das waren so aber okay. Ja, den Genji kriege ich auch einfach nicht outhealed, wirklich. Der kriegt viel zu viel Schaden. Die müsste aber auch, glaube ich, gleich Ult haben. Gehe ich stark von aus. Oh, 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 oh. Da gehe ich direkt wieder rein. Mit Heilorb. Face is right side. Ja, mein Hanzo ist ein bisschen scheiße dabei auch. Der könnte ein bisschen mehr helfen, finde ich. Okay. Auf der Map Kugeln schmeißen halt auch einfach sinnlos. Wirklich. Du hast so viele Vertex irgendwie, wo die Kugel dran abprallen kann. Und dann fliegt die halt jedes Mal irgendwo hin. Aber nicht in die Richtung, wo du es gerne hättest. Dann schmeißt man Heiler da vorne hin, in die grobe Richtung. Ja, nein, nein. Oder? Krieg Genji da raus? Ja gut, Genji lebt, aber der Punkt ist weg. Schade. Ja, nein. Geh weg, May, bitte. Das wollen wir nicht. Aber ich glaube, die Gegner müssten ein paar Ults benutzt haben. Also die Risa wäre zuletzt auf jeden Fall genannt. Ich weiß nicht, die May hat, meine ich, auch geultet, aber ich bin mir nicht sicher. Mann. Ja, dann halt. Ja, das Game suckt auch, bin ich voll bei dir. Könnte aber auch an der Tracer liegen, die halt durchgehend in unserer Backline rumpimmelt. Ja, gepost. Ah. Muss nicht sein. Ich habe wenig Spaß gerade. Aber mein Daumen tut gerade ein bisschen weh, lol. Ich glaube, ich halte meine Maus auch richtig komisch einfach. Oh, jetzt haben wir eine eigene Tracer. Weiß ich jetzt nicht, ob das die Lösung ist. Ich behaupte, eine Tracer in meinem Team spielt nicht so gut wie eine Tracer im gegnerischen Team. Also Charakter so, also gleich zu swappen, nur um halt auch diesen Charakter im Team zu haben, ist selten eine gute Idee. Der Bruder Heil ist gerade auch eigentlich nicht drin. Oh, lol, was da passiert? Oh, sorry, Bro. Ich glaube, ich habe die... Sorry, er ist gerade ein bisschen overcharged, aber das ist nicht so schlimm. Okay, wir haben den Punkt wieder. Ja, eigentlich müssen wir jetzt halt auch so lange defenden, bis halt wir Punkt haben. Ja, die Tracer wird offensichtlich touchen, aber bringt ja halt nichts. Dafür sind wir zu viele jetzt gerade. 9. Voll. Top. So, das 1:1 ist jetzt in der alles entscheidenden Runde für ein 2:1. Ob wir es sind oder die Gegner, wird sich noch zeigen. Ich muss jetzt erstmal mich kurz von der Ana heilen lassen. Die sich aber von der Tracer angreifen lässt, leider. Aber der Resa-Pick in meinem Team war sehr, sehr stabil auf jeden Fall. Auch wenn ich halt nicht heilen kann, wenn sie um die Ecke rumsteht. Das ist halt auch ein anderes Problem. Worüber regt sich Finn jetzt auf? Schade. Reaktionszeit 3 bis 5 Werktage bei mir. Das merke ich halt schon, also wenn ich halt Video mache und halt rede so, ist halt nicht die ganze Aufmerksamkeit im Spiel. Das merke ich halt schon, auf jeden Fall. Vielleicht muss ich mal so ein paar Stunden irgendwie alleine halt einfach zocken und eine Runde nach der anderen spielen. Und dann werde ich wahrscheinlich trotzdem verlieren. Weil, muss halt, dies, das. Nein, Spaß, keine Ahnung, aber könnte helfen, long term. Aber ich will halt Videos machen und ich habe super selten Zeit. Deswegen muss ich halt, wenn ich aufnehmen kann, eigentlich auch aufnehmen. Lull. Schade, Ana. RIP Ana. Oh, Drache, Drache, Drache. Mir geht nicht gut. Komm, du lebst. Bitch, leb. Ich will dich bitte sehen. Digga. Digga, ich will's. Dankeschön. Ding, Bitch. Tracer ist wirklich so ein Ranz-Charakter. Meine Fresse. Ey, Digga, 7-8, der Brief steht einfach negativ. Ah, komm, Bro, bitte komm da raus. Was? Nein. Nein, das so ehrenlos.
Nicht cool. Einfach nicht cool. Sowas macht man nicht. Aber in beiden Teams Supports geschoben. Das ist auch cool eigentlich. Macht mein Team das? Boah, ich glaube, die haben den... Oder? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Finn hat das Ding gemaked. Finn strong auf jeden Fall. Wir sind auch gleich bei ähnlich vielen Prozenten wie die Gegner angekommen. Digga, Reinhardt jetzt? Weiß ich ja. Ja, perfekt. Weiß ich ja nicht. Oh, aber ein beschissener Pulsbomb gewesen. Das ist gut. Erstmal Ult verschwendet. Hallo Anna, wie geht's dir? Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass A, ich nicht drauf gehe und B, die Anna nicht drauf geht. Ah, fuck. Ah, fuck. Der Anti. Das war jetzt ehrenlos. Eigentlich müsste ich die Zarya sterben lassen, damit die Zarya counterpicken kann. Irgendwie eine Orisa oder ein Rama-Ultra oder so. Meinst du? Das wäre mir auch jetzt erst aufgefallen, dass Kiriko broken ist. Aber Yuno wird relativ wenig gespielt momentan. Fällt mir mal so an und auf. Ja, das habe ich jetzt auch nicht gerafft. Komm, der Reinhardt bitte. Ach nee, jetzt ist er wieder voll. Ja, schade. Aber war doch trotzdem auch eine relativ okay Runde eigentlich. Wenn mein Kree nicht 9-9 stehen würde, hätten wir das, glaube ich, sogar gewinnen können. Oh, fuck it. Sorry. Ja, perfekt. At least hat er sich entschuldigt.